willkommen zu einem Video, und zwar zu ein kurzes Live-Update-Video. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Video in der Art gemacht, aber egal. Auf jeden Fall wollte ich euch sagen, warum in letzter Zeit selten bzw. gar keine Videos kamen und was momentan eigentlich so in meinem Leben abgeht, weil ich weiß gar nicht, inwiefern ihr mich alle verfolgt, und deswegen dachte ich so, informiere ich euch mal und inwiefern mein Kanal noch weitergeführt wird. Vorab wollte ich noch sagen, folgt mir unbedingt auf Instagram. Hier ist mein Name irgendwo, weil ich habe vor, auf jeden Fall wieder aktiv auf Instagram zu werden. Für Februar habe ich auf jeden Fall schon mal ausgesorgt. Für März eventuell auch. Ja, auf jeden Fall kommen dann 2, 3 Beiträge die Woche. Ich habe auch vor, aktiver in den Storys zu werden. Also folgt mir unbedingt auf Instagram. Würde mich auf jeden Fall freuen. Kommen wir auch schon zu dem Punkt, weshalb so wenig Videos kamen. Es liegt einfach daran, dass ich Ende November und den ganzen Dezember durch immer 3, 4 Klausuren die Woche geschrieben habe. Dazu kamen dann noch Eignungstests. Hä, 3, 4? Was für 3, 4? 2 bis 3? Egal. Ich habe jeweils 2 bis 3 Klausuren die Woche geschrieben. Dazu kommen noch Eignungsteste, Vorstellungsgespräche und so weiter und so fort. Falls sich jetzt irgendwer fragt, ob ich eine Ausbildung gefunden habe, ja, habe ich. Und ich bin sehr stolz darüber. Auf jeden Fall hat das so einen Punkt, weshalb ich irgendwie gar keine Zeit und Motivation hatte, noch irgendwie ein Video aufzunehmen. Dann haben es gleich einige auch mitbekommen, habe ich jetzt eine Beziehung mit Luca, aka Banani. Ja, eine Fernbeziehung heißt, es frisst auch schon mal das ganze Wochenende auf. Und da kann ich dann auch keine Videos aufnehmen. Und ja, im Januar hätte ich eigentlich die Zeit dafür gehabt, aber ich bin ein faules Stück Scheiße. Ich habe eher versucht, den Januar zu nutzen, um Sachen aufzunehmen. Ich weiß gerade nicht, inwiefern ich das geschafft habe zu diesem Zeitpunkt. Ich hoffe, ich habe es irgendwie hinbekommen. Das Ding ist halt auch, ich könnte mit Luca so viele Videos aufnehmen, aber wir sind beide absolut faul. Mal schauen, ob es in der Zukunft klappt. Kann ich noch sagen. Heißt, es kommen auf jeden Fall in Zukunft wieder Videos. Erstmal habe ich mir vorgenommen, mich erstmal auf Instagram zu spezialisieren, weil das weniger Zeit kostet. Und falls ihr es nicht wisst, ich mache dieses Jahr mein Abitur. Und ja, im Februar habe ich halt wieder so eine Klausurenphase, wo ich 3 Klausuren in der Woche schreibe. Heißt, da habe ich wenig Zeit. Livestreams werden aber trotzdem kommen in der Woche. Je nachdem, wie oft ich Lust habe und Zeit habe. Da könnt ihr euch auf jeden Fall gefasst machen, wann Suro startet. Weiß ich bis jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ja, und dann muss ich ja irgendwann auch für meine Abiturprüfungen lernen. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mindestens ein Video die Woche zu schaffen. Mal schauen, wie gut das klappt. Aber währenddessen kommen ja auch noch Livestreams. Also habt ihr da auf jeden Fall auch was von. Mittlerweile geht meine Facecam auch. Heißt, sie lag nicht mehr. Sie ist wieder flüssig. Ich habe keine Ahnung, ob das noch lange anhält. Ich hoffe es einfach, weil ich habe nichts mehr umgestellt. Ich habe vor jedem Stream was umgestellt. Und dann irgendwann gar nicht mehr. Und als ich dann nichts umgestellt habe, dann ging sie auf einmal. Also keine Ahnung, ich habe mich dezent verarscht gefühlt. Ja, am Anfang Mai schreibe ich dann meine letzte Abiturprüfung. Ich weiß, bis dahin ist noch ganz viel Zeit hin. Aber ja, ich hoffe, dass bis dahin meine Motivation bleibt, weil dann habe ich ja auf jeden Fall wieder mehr Zeit, weil dann habe ich ja nur noch frei bis zum August, weil da muss ich meine Ausbildung anfangen. Und ich habe mir vorgenommen, dass dann aktiv Videos kommen auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass meine Motivation bis dahin bleibt, und das war eigentlich so das, was ich in diesem Video so ein bisschen ansprechen wollte. Was ich auch noch sagen wollte, ist, dass nächste Woche ein Jahresrückblick von mir kommt, aber diesmal mit Videos und Bildern, und ich erzähle halt die ganze Zeit, was so in meinem Leben so abgegangen ist letztes Jahr. Halt auch privatere Dinge, beziehungsweise eigentlich eher nur privatere Dinge. Also ja, falls euch das interessiert, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch das nächste Woche auch schon anschauen würdet. Und ja, das wollte ich eigentlich nur sagen in diesem Video. Auf jeden Fall habe ich vorgenommen, wieder mich öfters im Internet blicken zu lassen. Also ich hoffe, ich nerve euch nicht allzu sehr. Folgt mir auf Instagram, weil da werde ich auf jeden Fall aktiv sein, falls es einige von euch geben sollte, die mich vermissen sollten. Ich hoffe es natürlich. Oh mein Gott, ist das cringe. Das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn es nur so ein kleines Live-Update war. Und da würde ich sagen, bis zur nächsten Woche, wenn mein Jahresrückblick kommt. Und ja, hoffentlich schaffe ich das, dass ich mindestens ein Video die Woche hochladen kann. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.